Also zunächst mal kann man sagen, dass in Sachsen verhältnismäßig wenige Juden lebten im Vergleich zu den übrigen Ländern in Deutschland. Das waren 0,4% der Bevölkerung jüdisch. Im Durchschnitt gab es 0,7% Juden im Deutschen Reich. Und die waren auch verhältnismäßig spät erst nach Sachsen eingewandert. Die sind erst um die Jahrhundertwende gekommen. Viele kamen aus Osteuropa und die bildeten auch so ein bisschen so eine eigene Gruppe und haben sich vor allen Dingen im Bereich Textilien, Groß- und Einzelhandel beschäftigt. Und das war auch der Bereich, wo als erstes die Verfolgung eingesetzt hat, nämlich im wirtschaftlichen Bereich. Also mit Boykotten in den Geschäften und Ähnlichem. Das waren so die Anfänge. Also man kann sagen, dass man nicht, dass es nicht angefangen hat mit großen KZs oder ähnlichen Sachen, sondern erstmal im Kleinen. Wobei Sachsen war eine Besonderheit, die hatten bereits 1933 einige frühe Konzentrationslager für politisch missliebige Menschen, darunter waren auch Juden, aber da waren auch Sozialdemokraten und Kommunisten und ähnliches. Und wenn man Sachsen insgesamt betrachtet, da ist oft die Rede von einer braunen Hochburg. Und die Wahlergebnisse bei den Reichstagswahlen ab 1930 haben schon immer überdurchschnittliche Raten für die NSDAP gezeigt, sodass man schon davon ausgehen kann, dass es hier relativ große Zustimmung zu den Maßnahmen der Nationalsozialisten gegeben hat. Bereits vergleichsweise früh. Vorher gab es während des Kaiserreichs und während der Weimarer Republik schon sowas wie latenten Antisemitismus, auch in Sachsen. Aber ab 1933 ging das los mit den Boykotten der Geschäfte, damit, dass die Juden systematisch aus den Berufen herausgedrängt wurden. Mit dem Gesetz gegen das Berufsbeamtentum durften sie also keine Anwälte mehr sein, durften nicht mehr in der Verwaltung tätig sein und Ähnliches. Und das war ein weiterer wichtiger Schritt, weil diese frühen KZs habe ich schon erwähnt. Dann ein wichtiges Datum, denke ich, in ganz Deutschland, auch in Sachsen, ist die Pogromnacht gewesen. In Sachsen sind bis auf Görlitz alle Synagogen zerstört worden. Und man muss sagen, dass es auch in der Bevölkerung zu diesen Maßnahmen schon einiges an Zustimmung gegeben hat. Dann gab es ein nächster Schritt, stellte das Verdrängen der Juden aus den privaten Wohnhäusern dar. Die wurden ab 1942, mussten sie in sogenannte Judenhäuser ziehen. Davon gab es in Dresden einige, in Leipzig auch, in Chemnitz gab es welche. Und von dort aus führte dann der Schritt in die Lager. In Sachsen hat die Rüstungsindustrie eine sehr große Rolle gespielt und wir hatten hier zwar keine Stammlager, KZ-Stammlager, aber es gab eine große Menge von Außenlagern, wo vor allen Dingen die Leute, die in der Rüstungsindustrie gebraucht wurden, interniert waren. Und die wurden dann ab 1942 nach und nach in die Lager deportiert. Nach Theresienstadt, was ja von uns nicht so wahnsinnig weit weg ist, aber dann auch direkt nach Auschwitz. Und 1945 waren von den 20.500 sächsischen Juden, die es 1933 gegeben hat, waren ungefähr 100 noch übrig. In Sachsen gab es ungefähr 20.500 Juden vor dem Nationalsozialismus, also 1933. Und also es gab drei Zentren des jüdischen Lebens. Die Stadt mit den meisten jüdischen Bewohnern, das war Leipzig. Die hatten ungefähr 11.000 jüdische
Menschen dort zu wohnen. Dann in Dresden waren es ungefähr 5.000 und in Chemnitz lebten ungefähr 3.000 Juden. Und von denen waren 1945, auf den drei Städte verteilt, vielleicht noch knapp 100 übrig. Sachsen war, was das Deutsche Reich angeht, die Rüstungsschmiede schlechthin. Viele Rüstungsbetriebe wurden auch im Laufe des Zweiten Weltkriegs nach Sachsen verlegt, weil man davon ausging, dass dort vielleicht nicht so heftige Bombardements stattfinden würden, was sich dann ja als Irrtum erwies. Und diese Rüstungsindustrie brauchte sehr viele Arbeitskräfte. Dazu haben die KZs, die weiter im Osten gewesen sind, die KZ-Stammlager, zahlreiche Außenlager gehabt. 1944 gab es, glaube ich, 40 Außenlager insgesamt in Sachsen. Und 1944 war fast ein Fünftel aller in sächsischen Firmen beschäftigten Leute sogenannte Fremdarbeiter. Das waren nicht nur Juden, aber eben zum großen Teil Juden. Und was dort in diesen Lagern betrieben wurde, das war Vernichtung durch Arbeit. Und die Überlebenschancen in diesen Lagern waren sehr, sehr gering. Das war ein Spezifikum, was die Juden in Sachsen betraf. Ein zweites Spezifikum, kann man sagen, lag in der Person von dem Gauleiter Mutschmann begründet. Das war, man kann schon sagen, ein sehr militanter Antisemit. Der war selbst zu einer Zeit, als das noch nicht die allgemeine Politik war, dass die Juden offen verfolgt werden sollten, war er da schon mit vorauseilendem Gehorsam aktiv. Er hat also in Dresden gab es also schon 1933 eine sogenannte Judenabwehrstelle. Und Mutschmann war also auch persönlich mit Julius Streicher, dem Herausgeber vom Stürmer, befreundet. Und nach heutigen Maßstäben würde man ihn wohl als eine Art Hassprediger bezeichnen. Er hat also dazu beigetragen, dass eine starke antisemitische Strömung auch in der Bevölkerung Fuß fassen konnte. Todesmärsche, die fanden statt im Zeitraum von Anfang 1945 bis Mai, also zwischen Januar und Mai 1945. Und da ging es darum, dass die Rote Armee nach und nach von Osten her immer mehr vorrückte und die Nationalsozialisten ihre Lager in Polen, im heutigen Polen, zum Teil in aller Eile geräumt haben und die Gefangenen nach Westen verschafft haben. Todesmarsch klingt jetzt so, als ob die Häftlinge dort immer zu Fuß gelaufen wären. Das ist nicht der Fall. Die sind in großen Mengen auch in Züge verfrachtet worden und sind also unter ganz elendigen Bedingungen weiter westwärts in andere Lager gebracht worden, zum Beispiel in Flossenbürg oder Mauthausen. Zum Teil ist es allerdings auch so bei diesen Außenlagern, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass da auch Häftlinge zu Fuß sich auf den Weg gemacht haben. Und es ist so, dass auch solche Märsche, also wirkliche Märsche, wo Kolonnen von Häftlingen durchs Land gezogen sind, einige auch hier durch Sachsen gegangen sind und auch auf sächsischen Straßen eben viele Menschen schlicht auf der Strecke geblieben sind.